Herzlich willkommen zur Pokémon Pearl Edition und schaut euch mein Dragon Tail an. Ich habe es jetzt nicht mega hoch trainiert, aber ist vielleicht auch verständlich, weil ich persönlich habe jetzt nicht die größte Lust, dieses Ding ewig zu trainieren. Ich glaube, mit seinen derzeitigen Leveln kann er hier durchaus schon einen relativ großen Unterschied anrichten. Also von daher schauen wir mal, das war jetzt ein eher simpleres Rätsel. Aber wie gesagt, dass man das die Treppenstufen runterschieben muss, das war wirklich komplett außergewöhnlich. Und hat mich auch sehr, sehr geflasht, wie ihr das letzte Mal gemerkt habt. So, vielleicht kurzes Update, was meinen Kanal im Allgemeinen angeht. Ich habe mittlerweile The Legend of Zelda Twilight Princess HD fertig bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Parts es sind. So um die 70 rum, vermute ich. Wow, ernsthaft? Ernsthaft, Mechago, das ist alles, was dir dazu einfällt. Mich verbrennen, damit mein Angriff halbiert wird. Wow, das ist echt kreativ von dir, Junge. Nicht, aber immerhin, ich glaube, verbrannt waren wir bisher noch gar nicht. Also von daher, aber ja, das habe ich tatsächlich zu Ende gebracht. Und Mann, war das ein Biest von einem Spiel. Einfach nur gut. Eines der LPs, die ich wahrscheinlich am meisten genossen habe. Also, wenn ihr da mal tatsächlich reinschauen wollt, kann ich euch einladen. Und das ist nur einer der Sachen, die ich jetzt hier besprechen möchte. Denn, ich habe vor kurzem, es war um Ostern rum, war mein Bruder nicht bei meinen Eltern. Und dort hat mein Bruder Baton Kaitos gespielt. Und für diejenigen, die das kein Begriff ist, das ist ein RPG auf dem Nintendo GameCube. Ein Ableger davon, es gibt noch einen zweiten Teil, nämlich Baton Kaitos Origins. Beide sind extremst gut. Und das erste zählt sogar zu meinem absoluten Lieblingsspiel, beziehungsweise es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was mich da wieder tatsächlich sehr, sehr bewegt hat, war einfach, wie dieses Spiel aufgebaut ist. Denn ich will da natürlich nicht so viel vorwegnehmen, aber es ist wirklich ein Spiel, was im Prinzip als mittelmäßig bis gutes Spiel beginnt. So ziemlich, so, wahrscheinlich würde ich so zwischen 78 und 82% dafür geben. Aber ab Mitte des Spiels rastet das Spiel so aus. Und es gibt einen Plot-Twist nach dem anderen. Und man denkt sich nur noch, what the fuck? What the fuck? Wirklich die ganze Zeit. Man kommt gar nicht mehr weg. Das ist richtig, richtig krass. Und das hat natürlich im Prozess meine Lust, das zu Let's Playen enorm verstärkt. Wirklich um ein Vielfaches. Weil bei mir ist es immer so, ich habe immer so lange Lust auf ein Spiel und spiele es auch gerne, bis ein Spiel kommt, das ich noch besser finde, dann habe ich darauf Lust. Das war in etwa so bei Pokémon Pearl. Ich habe das hier aufgenommen und dann kommt Twilight Princess und dann habe ich mehr Bock auf Twilight Princess, weil ich es besser als Pokémon Pearl finde, aber nicht besser als Pokémon Platin. So als Beispiel. Und naja, da Baton Kaitos mein Lieblingsspiel ist, es ist ein bisschen schwierig, da drüber zu kommen. Aber ja, ich meine, ich möchte das Let's Play, seit ich mit dem Let's Play angefangen habe, 2009. Aber vielleicht versteht ihr das. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen ist es auch immer der Gedanke, was dann? Also, wenn ich das Let's Play habe, habe ich mein Lieblingsspiel gemacht. Und ja, wie gesagt, was dann? Ich meine, so, dieser Stein muss genau hier liegen bleiben. Ich kann danach nicht, ich meine, ich kann danach nochmal weitermachen, klar. Aber die Frage ist halt, kann ich mich da nochmal, nachdem ich weiß, ich habe jetzt das wahrscheinlich beste Spiel, was ich jemals spielen werde, schon gespielt. Ich werde mich wahrscheinlich durchaus motivieren können, aber ein bisschen Sorge habe ich schon. Wie gesagt, vielleicht versteht ihr das ein bisschen. Oder habt schon mal so einen ähnlichen Fall erlebt, wenn ja, könnt ihr es mir gerne mitteilen. Aber warum ich das eigentlich sage? Wie gesagt, das Spiel ist fantastisch. Wirklich fantastisch. Und
Das sage ich als jemand, der über 200 Videospiele gespielt hat. Und das war, weiß Gott, nicht das erste Spiel, was ich gespielt habe. Sondern im Gegenteil, ich habe das Spiel erst relativ spät gespielt. Es kam 2003 raus und ich glaube, ich habe es 2008 gespielt. Also wirklich viel später als viele, viele andere Spiele, die ich davor in- und auswendig gesuchtet habe. Und wie gesagt, ich bin auf Metascore und ich lasse mal die User-Reviews außen vor, weil die Leute wissen in der Regel, was sie sagen, aber dann waren da wieder die Videospielmagazine und ich meine, ich denke, wir kennen alle den berühmten IGN-Fail. Zur Erklärung, das war bei Pokémon Rubin und Saphir. Dort haben sie dem Spiel, als es rauskam, 7 von 10 Punkten gegeben mit der Begründung Too Much Water. Also, das Spiel hat zu viel Wasser. Nun ist das eine Meinung, die man durchaus teilen kann. Ich fand das Wasser streckenweise auch ein bisschen übertrieben. Das Merkwürdige daran ist jedoch, Moment, Fix, was ist das? Okay, das ist einfach nachher, du hast echt auseinandergenommen. Am Anfang hier, da gibt es ziemlich viele starke Töne. Ich muss einfach noch besser hatten, wenn das alles. Da gibt es ja den Duellturm und die Duellzone, klar? Ja, ja. Moment, ich habe gerade mit dir geredet und bin ich ausgerastet. Doch komm, Junge, lass mich in Ruhe. Und wow, fühle ich mich gerade winzig. Ey, Caleb, stimmt's? Ja. Dein aufgeweckter kleiner Kumpel hat mich vorhin herausgefordert. Und du hast ihn zerstört? Ja. Nerviges kleines Kerlchen. Ich habe ihn auseinandergenommen. Ja, dachte ich mir. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen werde. Was, warum? Naja, er hat schon Talent. What? Naja, egal, wohin man geht, überall gibt es starke Trainer, die einen fordern. Ich habe einen Ort gefunden, aber die Pokémon sind hart. Ja, erst wenn wir uns zusammenschließen und es gemeinsam versuchen. Du hast mich gerade vorhin fast angespuckt, so hast auf mich herabgesehen. Ja, aber vielleicht kannst du mir ja beweisen, dass du doch mehr kannst. Bist du? Ja, du wirst es nicht bereuen. Ich sorge dafür, dass deine Pokémon gesund bleiben. Ja, wir sind wieder hier mit einem Trainergespann unterwegs. Ihr könnt euch natürlich sofort denken, Kraxler können wir nicht machen, solange er unterwegs ist, was sehr nachteilhaft ist. Aber ich glaube, wir... Ich weiß nicht, wie schnell wir hier durchkommen. Das müssen wir tatsächlich schauen. Aber ja, um den Bogen wieder zu schlagen, übrigens in Lepumentas, wie ihr seht. Und leider bin ich jetzt noch nicht geheilt. Und obwohl ich diese beiden Mechagos ohne Probleme erledigen kann und mir eigentlich überhaupt keine Sorgen machen muss, mache ich mal den Pussy-Mode einfach, weil Dragon Tail Level 49 ist. Aber gut. Wie gesagt, nochmal kurz, um auf die IGN zurückzukommen. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das ist eine Meinung, die man vertreten kann. Aber das Merkwürdige ist, dass sie als Omega Rubin Alpha Saphir erschienen sind. Da haben sie gemeint, boah, cooles Spiel. Und plötzlich war die ganze Wassersache für sie kein allzu großes Problem mehr. Jetzt möchte ich natürlich zwei Sachen sagen. Erstens hat man es tatsächlich in Omega Rubin Alpha Saphir dadurch verbessert, dass dass man ein Tohaido hatte, oder dass wenn man ein Tohaido hatte, man wirklich schnell surfen konnte. Aber wenn man eben kein Tohaido hatte, war es im Prinzip noch das Gleiche. Mit dem Unterschied, dass man dieses Mal Ladescreens hatte und daher diese Routen nicht mal ineinander übergingen. Trotzdem, wie gesagt, haben sie es als berechtigt angesehen, dort eine bessere Punktzahl zu vergeben. Wie gesagt, das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass natürlich auch die Redakteure im Laufe der Zeit wechseln, damit natürlich Meinungen variieren, aber es zeigt eben doch, wie subjektiv gebunden solche Meinungen sind. Was für mich weniger ein Problem ist, weil das sind meine Bewertungen mit Sicherheit auch. Natürlich sind sie subjektiv gebunden, weil eine hundertprozentige Objektivität wird es nicht geben. Außer vielleicht in den Naturwissenschaften. Aber auch nur bei Experimenten. Sobald man Theorien aufstellt, sind wir schon wieder in der subjektiven Variante. Also von daher ist das ein ziemlicher Rattenschwanz, der sich da beißt. Aber gut, um den Bung jetzt zurückzuschlagen. Ich habe mir dann einige Reviews von Bet & Caters durchgelesen. Und wirklich, das war ein Moment, bei dem ich am liebsten aus dem Fenster gesprungen wäre, wegen diesem Bullshit, der da stand. Und ich meine, ihr kennt mich. Normalerweise bin ich sehr flexibel, was die Meinung anderer angeht und sage, ja, das kann man so sehen, das ist in Ordnung. Aber wenn man schreibt, dass die beste Story, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe, die emotionalste, die mitreißendste, ich habe viele RPGs gespielt, vor allem JRPGs, westliche RPGs neigen dazu,
sich mehr auf das Gameplay und auf das Weltendesign zu konzentrieren, als jetzt auf die Story. Wobei das Geniale bei Xenoblade Chronicles ja war, dass es im Prinzip beides gemacht hat. Muss man schon auch sagen. Dass das sowohl an das Weltendesign als auch an die Story sehr stark gedacht wurde. Was natürlich nicht heißt, dass Spiele wie Skyrim eine schlechte Story haben, aber es ist einfach nicht so der Fokus des Spiels und... aber wie gesagt, wenn man diese beste Story, die ich jemals in einem Videospiel gesehen, gehört, erlebt habe, als flache Story bezeichnet, die nicht sehr spannend ist, dann muss ich wirklich sagen, nein. Also wie gesagt, ich akzeptiere viele Meinungen und das Wichtige bei so einem Gespräch ist, es gibt gewisse objektive Kriterien, was aber nicht die Subjektivität rausnimmt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich mochte dieses Spiel nicht, dann ist das absolut, absolut in Ordnung und überhaupt nicht anzuzweifeln, weil dann reden wir über eine subjektive Ebene. Mochte diese Person das Spiel oder mochte sie es nicht? Und da ist es völlig egal, welche Argumente ich anbringe, daran wird sich nichts ändern, weil wir hier, wie gesagt, auf der subjektiven Ebene sind. Sobald man aber objektive Kriterien angibt, da muss man dann tatsächlich aufpassen. Und dieses Argument, wie gesagt, der Kronprinz der Lächerlichkeit. Weil das musste ich tatsächlich von einigen lesen. Und wie gesagt, das konnte ich absolut nicht fassen. Absolut nicht fassen. Das wäre, als würde man bei Super Mario Brothers kritisieren, dass das Weltendesign zu schlicht sei. Weil, ihr müsst wissen, oh shit, Moment, jetzt habe ich gerade wieder den Schiss meines Lebens. Bitte überleb. Scheiße. Ich wollte halt nicht 100% Chance auf Carpador. Ich habe jetzt nichts gegen ein Carpador, soweit ich dieses nur ein Level trainieren muss, damit es zu einem Garados. Ja, ich meine, dass Garados stark ist, das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Natürlich sind wir hier nicht mehr in Generation 3. Generation 3 wäre das schon eher. Aber so ist es halt. Aber ich meine, hier in Generation 4 ist Garados richtig stark. Von daher ist das genauso. Gut, okay, männliches Carpador später zu einem Garados. Diese beschissenen Explosionsdinger! Ich meine, wie lang kann dieses Ding eigentlich schon Explosionen? What the... Toll! Wie lange war er jetzt im Team? Ein paar Sekunden? Okay, immerhin 12 Minuten. Wow, alle Zeit zum Klo runtergeschmissen. Ich werd langsam wirklich sauer wegen diesen explosionsartigen Viechern. Gott, und ich bin jetzt schon hier total verwirrt. Wenigstens zoomt die Kamera hier raus. Bei Pokémon war es immer nur, warum dass die Kamera überhaupt mal rauszoomt. Aber hier haben die Leute erkannt, dass es wichtig ist. Und oh nein. Oh nein, dieses Ding muss sterben. Ich renne von dem Rechten. Aber ich habe nicht das passende Pokémon dazu. Warum habe ich jetzt kein Geist-Pokémon?
Warum? Nee, Flucht. Ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Explosion. Ich glaube, ich muss das wirklich mit Mookie Man machen, weil der hat wenigstens eine Resistenz gegen Explosionen. Ja, ja, das ist, glaube ich, wirklich bei der beste Option in diesem Fall. Aber wie gesagt, aber wenn man dann über einzelne Sachen diskutiert, oder wenn man zum Beispiel Donkey Kong Country nimmt, das ist auch ein gutes Beispiel. Donkey Kong Country nimmt man und gibt ihm die Kritik, die Grafik sah nicht gut aus. Oder die Grafik war schlecht. Dann ist das wirklich etwas, wo man einfach sagen muss, schau dir die Grafik an. Sie war hervorragend für die Zeit. Und dagegen zu argumentieren, funktioniert dann einfach nicht gescheit. Wie gesagt, ein ganz gutes Beispiel ist, als ich mal eine Diskussion mit jemandem hatte, was mein Lieblingsanime ist. Und da habe ich natürlich Dragon Ball genannt, weil, ja, das sollten die Leute mittlerweile verstanden haben, die mich länger kennen, dass es mein absoluter Lieblingsanime ist. Und im Prinzip hat mir einer versucht zu erklären, dass ich nicht dieser Meinung sein kann, weil er einfach nicht der Beste ist. Und das Problem war, wir haben nicht über einzelne Punkte diskutiert. Weil hätten wir das, hätte ich vielleicht sogar zugestimmt und einer gesagt, hier stört ihr den Anime an, der hat eine bessere Story, die vielleicht sagt, ja, okay. Hätte mir ein anderer gezeigt, der hat eine bessere Charaktertiefe, ich hätte auch gemeint, ja, okay. Das sind Sachen, die ich ohne Probleme erkennen kann. Aber was mir am meisten Freude bereitet, was mir am meisten Spaß macht, das ist, wie gesagt, absolut subjektiv. Und dagegen kann keiner argumentieren, aber bei solchen Sachen, doch, dagegen kann man sehr wohl argumentieren. Und dann kamen tatsächlich auch Sachen, weil vielleicht sollte man eine Sache noch hinterher schieben, die ich ganz vergessen habe. Madden Kelters wurde von den gleichen Leuten entwickelt, welche die Xenosaga entwickelt haben, nämlich Monolith Soft. Monolith Soft hat ja zuerst die Xenogears-Spiele entwickelt, dann die Xenosaga, schließlich Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles X. Nachdem sie von Nintendo aufgekauft wurden. Bevor sie von Nintendo aufgekauft wurden, haben sie aber gemeinsam mit Monolith Soft, Monolith Soft hat gemeinsam mit Tri-Crash Kendo, Madden Kelters und Madden Kelters Origins entwickelt. Und diese Marken sind dann tatsächlich auch bei Monolith Soft geblieben, beziehungsweise stimmt nicht ganz bei Namco Bandai, weil Namco Bandai der Publisher war. Aber im Prinzip, wenn Monolith Soft was entwickeln wollen würde, wäre das im Prinzip kein wirkliches Hindernis, sage ich jetzt einfach mal. Aber genau, das ist ein Punkt, den man erwähnen sollte. Und ein weiterer Kritikpunkt, der dann eben ankam, und hier ist jetzt eben wirklich der Punkt, der mich wahrscheinlich an diesen Videospielmagazinen am meisten aufregt. Als weiterer Kritikpunkt waren die flachen Charaktere. Und ich habe mich dann erstmal gefragt, was zum Teufel das überhaupt bedeuten kann. Habe es mit meinem Bruder ausdiskutiert, der es ebenfalls nicht fassen konnte. Der aber darauf kam, dass, was sie damit meinen ist, die Charaktere sind Klischees, sie sind Stereotypen. What?! What?! Hey, chill! Boah! Ey, was war das denn? Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Was auch daran liegt, dass ich Damien Plex nie spiele und dieses Viech nirgendwo jemals in irgendeinem Kampf gesehen habe. Also, erklärt das. Jetzt muss ich allerdings wechseln, sollte klar sein. Aber genau. Ja, toll, wie du fliebst, wow! Weil ich jetzt auch so viel mit meinem Wechsel zu Roselia gegen ein Velof Liebes machen kann. Oh, du bist doch echt fies. Weißt du das eigentlich, Ass-Trainer? Dass der den echt zurückruft, das erstaunt mich jetzt doch massiv. Jetzt muss ich wenigstens Toxin, damit Kira hier nicht ganz umsonst draußen ist. Aber ja, okay. Den Bogen zurückfinden. Dieses Argument, die Charaktere sind Klischee, höre ich bei jedem RPG. Also außer, und das ist das, was mich aufregt, außer bei den Gehypten. Aber bei jedem RPG, wo bei denen die Leute einen Grund suchen, es nicht zu mögen, höre ich dieses Argument. Klischee. Oh nein, stimmt.
Gut. Hör ich dieses Argument? Klischee-Charaktere. Ich habe es bei The Last Story gehört. Ich habe es bei Final Fantasy 13 gehört. Ich höre es ständig. Bei jedem Japano-RPG höre ich das. Und woran liegt das? Weil in jedem Japano-RPG unterschiedliche Archetypen und Stereotypen verarbeitet werden. Keines ist da eine Ausnahme. Aber heißt das, dass die Serie nicht Spaß machen kann, dass ich sie nicht genießen kann? Also die, beziehungsweise das Spiel in dem Fall eher? Natürlich nicht. Man kann das Spiel trotzdem wundervoll genießen. Und ja, hört ihr? Jetzt geht die Sirene los und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Was habt ihr zu tun? Gut. Leute, ihr wisst, ich scherze darum. Okay. Aber trotzdem, es ist sowas von egal, ob ihr das in die Kommentare schreibt oder nicht. Ich scherze einfach gerne immer mit diesen Running Gags, die ich bei mir in den Kommentaren höre, rum. Aber ja, also, es sind wirklich immer, weil es eben nur so und so viele Typen von Menschen gibt, über die man überhaupt so richtig erzählen kann. Und die sich in so eine Geschichte einbauen lassen. Ja, da gibt es halt den Held. Dann gibt es denjenigen, der eher emo drauf ist. Da gibt es den, der klein und schlau ist. Da gibt es den, der größer und etwas dümmlicher ist. Ja, wie gesagt, es gibt diese Typen. Das erkenne ich vollkommen an. Aber wie soll man das anders entwerfen? Da macht man halt mal einen kleinen Dummen. Wow, okay. Dann macht man aber einen großen Schlauen. Gibt's auch. Aber das sind dann auch wieder Stereotypen. Und man kommt aus diesem Kreis nicht raus. Aber der ganze Punkt ist, ich habe mir danach die Charaktere von Batencators und Xenoblade Chronicles, beides exzellente Spiele und gehören zu meinen Lieblingsspielen, und das Batencators finde ich noch ein bisschen besser ist, habe ich mir mal die beiden Charaktere angeschaut. Und während bei Xenoblade Chronicles alle ausrasten und loben, wie super diese Charaktere doch sind, wie einzigartig und boah und wie und man hat genau die gleichen stereotypischen Charaktere in Batencators und in Xenoblade Chronicles. Ich habe genau die gleichen Schablonen gefunden. Genau die gleichen, was nicht verwunderlich ist, weil es ist ja von den gleichen Leuten. Und wie gesagt, mich stört es doch überhaupt nicht, aber dessen halt diese Argumentation. Aber Xenoblade Chronicles wurde halt mega gehypt. Also hat man halt gesagt, yo, epische Charaktere. Und wenn ein Spiel halt ein Unbekanntes nicht gehypt ist, packt man gleich das Klischee-Argument aus, was mich, wie ich schon oft gesagt habe, so ankotzt. Und ja, wenn wir gerade von Ankotzen reden, ich habe jetzt nicht wirklich viele Optionen, was ich in dieses verdammte Vieh machen kann. Von daher, YOLO! Es war halt echt viel, was der mir mit diesem Kreuzhieb abgezogen hat. Klar, es hat 100 Stärke, aber komm. Das sind auch nur 100 Stärke. Gut, ah, ja gut, wobei, ja, sie ist ein Step. Ja, okay, 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 ich akzeptiere es. Aber ja, und wie gesagt, Batencators hat ein, also in Xenoblade Chronicles gibt es 7 Charaktere, in Batencators 6. Und es gibt in Batencators ein Charaktertyp, den es in Xenoblade Chronicles nicht gibt. Und in Xenoblade Chronicles logischerweise 3, die man nicht ganz in Xenoblade oder in Batencators finden kann. Trotzdem sind das nach wie vor Stereotypen, Archetypen, wie man sie überall sonst finden könnte. Und das bringt mich letztendlich zu meiner finalen Frage. Warum Videospielmagazine? Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum immer mehr Leute lieber auf YouTube gehen und sich die Reviews anschauen, als Videospielmagazine zu schauen. Warum sie streckenweise alles hypen, was kommt, und die exakt gleichen, und wir reden hier, wie gesagt, über objektive Kriterien. Ich sag niemandem, dass er etwas nicht mehr genießen kann als was anderes, das ist vollkommen klar, aber wenn ich objektiv etwas bewerten will, dann muss ich doch auch irgendwie gleiche Maßstäbe ansetzen. Und ich habe da ganz viel das Gefühl, dass das einfach nicht der Fall ist. Was natürlich mich dementsprechend wurmt, muss ich zugeben. Es ist einfach ärgerlich, dass man das Gefühl hat,
dass im Prinzip diese Zahlen, die man sieht, nicht wirklich was wert sind. Wie gesagt, wenn ich auf Metascore gehe, dann schaue ich mir im Prinzip gar nicht mal an, was die Magazine geschrieben haben, sondern ich schaue mir an, was die User geschrieben haben. Denn so traurig es auch ist, aber die User haben in der Regel den besseren Durchblick. Und wenn ich dieses zweiköpfige Ding sehe, dann flüchte ich einfach. Sollte logisch sein, oder? Okay, aber ja. Ich meine, klar, ich kann immer noch verstehen, wenn man wenn man Sachen falsch versteht, wenn einem einfach Spielmechaniken nicht gefallen, aber wie gesagt, gerade eben im RPG-Genre habe ich ganz oft das Gefühl, dass einfach Spiele, die generell gehypt werden, deutlich gegenüber denjenigen bevorzugt werden, die etwas unbekannter sind. Und ich sag das nicht, um diese Spiele schlecht zu reden. Wirklich nicht. Ich finde Xenoblade Chronicles gehört zu meinen Top 15 Lieblingsspielen. Ich habe, glaube ich, vorher Top 10 gesagt, vielleicht nicht ganz, aber Top 15 Lieblingsspielen. Gleiche bei Final Fantasy VII. Ja? Final Fantasy VII ist ein fantastisches RPG und irgendwie mal ebenfalls mein Top 15 Lieblingsspielen. Dennoch gibt es auch dort Sachen, die man kritisieren kann, genauso wie bei jedem anderen Spiel. Und worüber ich mich halt immer bemühe, ist zu sagen, was ist gut, was ist schlecht. Es muss relativ viel passieren, bevor ich sage, ein Spiel ist absolut göttlich und bevor ich sage, dass ein Spiel absoluter Nonsens ist. Weil ich finde, ich begebe auch Bewertungen, das seht ihr immer in meiner Projektliste, ich vergebe dafür auch Prozentpunkte, aber insgesamt kann es doch nicht sein, dass solche Diskrepanzen, wie gesagt, zwischen, wenn wir über gleiche Sachen reden, wie eben Story oder Charaktere bestehen. Und wenn ich mir zum Beispiel Xenoblade Chronicles anschaue, was das Spiel zweifelsohne besser gemacht hat als Baton Kratos, ist die Welt. Ich meine, klar, wir müssen schauen, das eine kam 2003 raus, das andere 2010. Aber trotzdem, die Welt, das Weltendesign war viel besser in Xenoblade Chronicles. Die Harmonieleiste hat einen schönen Twist, extra Twist gegeben. Es gab viel mehr Nebenquests. Das sind alle Sachen, die kann man loben, aber man kann doch nicht dem Xenoblade Chronicles 100% geben, nur deswegen. Und dabei Sachen ignorieren oder sogar loben, bei denen man bei anderen Spielen sagt, das ist ein Grund, da nur 80% zu geben. Versteht ihr vielleicht, worauf ich hinaus will? Ich meine, viele von euch haben vielleicht schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, was tatsächlich ihre Spiele angeht. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diese Erfahrung einfach mit mir teilt. Denn das ist definitiv interessant, wenn wir mal darüber reden können, weil, ja, wie gesagt, ich glaube, so Erfahrungen mit Videospielmagazinen haben wir alle schon mal gemacht. An irgendeinem Punkt in unserem Leben, aber ja. Und zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel gerade IGN. Sie machen oft fantastische News-Übersichten, sehr, sehr gute Komplettlösungen, aber warum sie jedes Mario Brothers Spiel mega hypen, sie geben mega gute Prozentpunkte und ich finde es ja nicht schlimm. Aber trotzdem, im Vergleich zu anderen Spielen, hängt die New Super Mario Brothers Serie doch in vielen Punkten hinterher. Und wenn man eben mit einigermaßen objektiven Kriterien argumentieren will, wie zum Beispiel Grafikstil, Bewegungsabläufe, sagen wir einfach mal, Variationen in den Charakteren, die Charaktere steuern sich ja alle gleich, Levelaufbau, solche Sachen, da fällt eben ganz oft auf, dass Super Mario andere Jump'n'Run wie Donkey Kong Country und Rayman, sowohl Origins als auch Legends, doch deutlich unterlegen ist, aber
das merkt man nicht, weil wie gesagt, das eine ist eben gehypt und das andere nicht. Und ich habe das Gefühl, dass da ziemlich viele auf einen Zug aufspringen, den ich nicht unbedingt begrüße. Versuchen wir es mal so neutral wie möglich zu halten. Ich bin nicht der größte Fan von der Art und Weise, wie man dort Sachen macht. Gut, ich glaube, damit beende ich diesen Part Pokémon Pearl, so meine lieben Freunde. Wir haben jetzt ein bisschen was im Kahlberg geschafft. Der Kahlberg ist aber horizontal tatsächlich noch relativ weit, glaube ich. Ihr seht vertikal auch. Da haben wir jetzt einen ziemlich großen Ausschnitt, aber das erkunde von links nach rechts. Von daher danke und wir sehen uns dann das nächste Mal bei weiteren Abenteuern hier. Ich freue mich auf euch. Bis dann.